Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Blue Bricks. Ich bin der Marco und ich habe mal wieder ein Schiffsmodell für euch. Eines unserer Blue Bricks Specials. Das ist die Nagato, ein japanisches Schlachtschiff, die IJN Imperial Japanese Navy Yamato. Ein schickes Modell mit einer interessanten Rumpfform, zu der wir auch noch kommen werden. Passt natürlich von der Zeitepoche herrlich zur Yamato von Kobi, die wir momentan nicht vorrätig haben, ihr Schwesternschiff Musashi auch nicht und die Yamato ist noch nicht mal bei Kobi momentan im Shop gelistet. Ich weiß nicht, ob die Yamato in einer anderen Version nochmal zurückkehrt. Schön wär's und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so ein riesiges 2500 Teile-Set einfach einstampfen. Ich schätze mal, die kommt irgendwann wieder. Wir werden es sehen. Aber heute geht es um unser Modell. Wir haben keine Kobi-Spezialteile für den Rumpf. Wir haben den Rumpf aber trotzdem, finde ich, ziemlich gut hingekriegt. Auch mit dieser Wulstform hier. Das ist nämlich der sogenannte Torpedogürtel. Das ist kein Gürtel, der Torpedos abfeuert. Nein, es ist ein Gürtel, der zur Torpedoabwehr da ist. Es ist eine extra Schicht Panzerung, in der innen drin dann auch nochmal Treibstoff gelagert wurde, der dafür sorgen soll, dass das Schlachtschiff von Torpedos nicht so leicht schwer beschädigt werden kann unter der Wasserlinie. Schauen wir mal kurz nach unten, schauen wir uns den Rumpf von unten an. Ihr seht, es gibt hier jede Menge Snot-Bauweise. Seht ihr auch, wenn ihr von oben schaut, hier das Deck, jede Menge zur Seite. Man sieht jede Menge Seiten von Plates hier oben. Passt auch ganz gut, sieht so ein bisschen aus wie Decksbeplankung. Hier haben wir einen kleinen Sticker und hier auf diese beiden Technikstangen wird der Rumpf aufgesetzt bei den beiden Löchern. Ich gucke jetzt gerade mal, dass ich die erwische. Hier ist eins, hier ist das andere. Jawohl. Die Nagato, Schiff der gleichnamigen Nagato-Klasse, es wurden zwei Schlachtschiffe gebaut. Die Nagato ist 1920 in Dienst gestellt worden, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg bereits, ist also gut 20 Jahre älter als die Yamato, dieses 263 Meter, 75.000 Tonnen Riesending, das schwerste Schlachtschiff, das je gebaut wurde. Dieses Schiff hier ist quasi kurz nach dem Ersten Weltkrieg bereits entstanden und hatte 48 Zentimeter Geschütze. Das war für die damalige Zeit das Schlachtschiff mit dem größten Kaliber überhaupt. Das haben die Japaner dann 20 Jahre später mit der Yamato nochmal gemacht, denn diese 46 Zentimeter hatte auch kein anderes Schiff und das kam auch nicht mehr, denn die Zeit der Schlachtschiffe war vorüber. Flugzeugträger waren das große Ding. Ein schickes Modell mit sehr coolen Baulösungen. Schaut euch doch beispielsweise mal hier dieses Flugzeug an und das andere hier. Zwei unterschiedliche Aufklärungsflugzeuge, die auch in der Hinsicht sehr akkurat sind, dass diese Flugzeuge ja zu Wasser landen mussten. Es ist kein Flugzeugträger, man hat kein Deck zum Landen. Man hat hier oben ein Katapult, ne, das dann quasi zum Beschleunigen der Flieger, zum Starten der Flieger da war. Und wenn die Flugzeuge von ihrem Aufklärungsflug zurückkehrten, dann mussten sie an Bord geholt werden mit entsprechenden Kränen, wie wir hier einen haben. Der wurde dann hier so gedreht und dann wurde das an Bord geholt und wurde dann hier wieder hingesetzt. Hier gab es auch Kräne, die dann die Flugzeuge von ihrer Parkposition auf das Katapult stellen konnten. So, und Wasserflugzeuge haben hier Kufen, also haben wir unsere Flugzeuge mit Kufen dargestellt. Diese schicken Flugzeuge von Kobi haben diese Kufen nicht. Die haben halt das Formteil von den Flugzeugen der Flugzeugträger. Und da sind keine Kufen dabei. Beiboote haben wir hier auch. Ein kleines, hier zwei größere. Und das hier sieht ja so aus, als würde es so schwimmen. Die Wasserlinie ist natürlich direkt da, wo der dunkelgraue Rumpf in den roten Rumpf übergeht. Das heißt, wenn ihr euch das Schiff als Wasserlinienmodell vorstellt, ist hier unterhalb dieser zwei Plates Schluss. Da kommt dann bereits das Wasser.
Das Schiff hatte einen Tiefgang von gut 9 Metern. Und es war, als es in Dienst gestellt wurde, 213 Meter lang. 1936 war es dann 224 Meter lang. Und es wurde auch noch einige Meter breiter. Und weil es breiter wurde, denn dieser Torpedogürtel, den ich euch schon beschrieben habe, wurde damals noch nachträglich eingebaut, musste es auch länger werden, um quasi das Längen-Breiten-Verhältnis zu bewahren. Das Schiff ist also breiter und länger gemacht worden, besser gepanzert worden zwischen den beiden Weltkriegen. 224 Meter war dann seine endgültige Länge. Ja, wir haben hier jede Menge Sekundärbewaffnung dargestellt. Ne? Die 4 Hauptgeschütze, diese hier stecken jetzt beispielsweise auf so einer Technikstange. Sind natürlich drehbar, sind natürlich schwenkbar. Hier ist noch ein bisschen Flugabwehrbewaffnung drauf, die zwischen den Weltkriegen auch deutlich aufgestockt wurde. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von den Pagodenaufbauten japanischer Schlachtschiffe gehört habt. Das ist bei der Fuso-Klasse besonders extrem. Hier sieht man es aber auch sehr schön. Diese Schlachtschiffe hatten früher hier nur so einen Dreibeinturm, so einen Gitterturm. 3 Beine oder 6 Beine. Und hier oben war so eine Stelle für die Entfernungsmessung, wo sich Leute hingestellt haben und Distanzen gemessen haben für die Türme. Später kam immer mehr Instrumentarium dazu. Und was haben die Japaner gemacht? Die haben diese Türme immer mehr mit kleinen Balkons und kleinen leicht gepanzerten Aufbauten umbaut, sodass da so richtige so Art Pagoden entstanden sind. Diese Schiffe wurden sehr hoch, das sah relativ klobig aus. Bei der Fuso-Klasse war das noch extremer, da war das ungefähr so hoch im Vergleich zur Schiffsgröße. Ein Pagodenaufbau. Ja, sonst haben wir hier hinten die Ruder, wir haben die 4 Schrauben, wie sich das gehört. Wir haben hier vorne das Symbol der japanischen Sonne, wie es auch bei der Yamato vorhanden ist. Und wir haben hier schöne Brick-Build-Anker mit Minifigurenhänden. Schön gemacht. Ich finde, das hat unser Designer, ich glaube, es war der Ralf, unser Schiffsdesigner, sehr gut hinbekommen. Die Nagato. Das ist unser Set mit der Nummer 102623. Hat 2615 Teile und kostet 99,95. 74 cm ist es lang, 12 cm ist es breit und 24,5 cm ist das Schiff hoch. Es ist anspruchsvoll zu bauen, jede Menge Snot, jede Menge spezielle Bautechniken, aber wenn es fertig ist, sieht es prima aus und es hält. Ich sehe hier auch nichts, was unter Spannung steht. Funktioniert. Ich habe selbst nicht gebaut, das haben meine Kollegen gemacht. Ich stelle die Sets ja vor, ich bin leider nicht Teil des Design-Teams, aber ich kann ja auch nicht alles machen. Dieses Schiff hat den Zweiten Weltkrieg übrigens überstanden, fiel dann an die Amerikaner nach der japanischen Kapitulation und die haben dieses Schiff genauso wie unsere Prinz Eugen im Übrigen im Bikini-Atoll quasi vor Anker gesetzt. Und haben damit getestet, was denn Atombomben so mit schweren Kampfschiffen anstellen. Die zweite Atombombenexplosion so und so viele Meter unter der Wasserlinie in der Nähe dieses Schiffs hat dann dafür gesorgt, dass das Schiff ein paar Tage später kenterte. Und es liegt immer noch in 50 Meter Tiefe im Bikini-Atoll Kiel oben. Es ist immer noch verstrahlt und immer noch ein schönes Zeichen dafür, wie sinnlos Krieg eigentlich ist. Und Atomwaffen insbesondere. Ja, also ein schönes Modell. Man hat einiges zu bauen. Und passt natürlich gut zu unserer Prinz Eugen und zu unserem Panzerschiff, der Admiral Graf Spee. Und es nahm an mehreren Seeschlachten teil, an denen auch der amerikanische Flugzeugträger, die USS Enterprise, teilnahm. Es ist also auch ein Kobe-Modell, das hierzu sehr gut passt. Ja, und für heute war es das dann schon
aus dem Noppenstein-Studio. Ihr wisst ja, Noppensteine kann man nie genug haben. Und demnächst gibt es noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen.